Und damit ein Moin Moin und ein verregnetisch Tisch, ja, es regnet Tische. Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir sind gerade dabei, irgendwie den da unten zu verprügeln, weil er einen Poster hat. Aber weil wir jetzt hier sind und dort ein Häscher steht, häsche ich nicht lange und... Ach, geil. Da oben ist sogar noch ein anderer Gegner. Ja, doch nicht. Doch. Alter, so eine Granate. Für sowas ist gar nicht mal so alt. Hier sollte mal jemand aufräumen. Wer bist du? Ein Verbannter. Ah! Ah! Ja. Bleib mal. Ach so, weil wir. Ah, ich verstehe. Kartenstück! Wow. Das ist das behinderte Kartenstück, das ich gesehen habe. Ja, ich weiß, wo wir sind. Wir sind im Land der Verbannten, der hier unten im Tal. Oder? Ist das hier? Oder war das hier? Hier ist das verbannte Tal. Verbotenes Tal. Okay, gut, dann, ja, habe ich mich geirrt. Keine Ahnung, was er mit dem Häscher umschaffen hatte, aber ich glaube, das war ein Liebespaar. Ich glaube, die haben sich gegenseitig beglückt, deswegen waren die hier komplett im Nirgendwo, damit keiner verurteilen kann. Naja, gut. Sowas dulden wir nicht und dem haben wir kurz einen Prozess gemacht und jetzt gehen wir mal... Jetzt gehen wir mal weiter, Plakate für Raid zu sammeln. Haben wir hinter dem Wasserfall irgendeine... Das wäre ein schöner Ort gewesen für eine versteckte Höhle. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Ich mag versteckte Höhlen hinter Wasserfällen. Hier könnte man verweilen, wenn wir Zeit hätten. Und wenn es vielleicht nicht regnen würde und wenn ich halt nichts zu tun habe, aber dem ist ja nicht so. Direkt das ganze Eisen rausgekratzt. Ja. Könntest du mir natürlich auch einfach machen, einfach runterspringen. Aber so einer sind wir ja nicht. Gut. Weil es halt eventuell was unterwegs geben könnte. Und, ja, meins. Alles meins. Guck mal, da ist er auch schon. Ich weiß nicht, ob er böse ist, deswegen speichere ich mal. Beziehungsweise, ob er uns direkt angreift. Hey, Moment mal. Da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray, du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt ein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Ich weiß ja nicht, warum du seinen Arsch willst und du das so öffentlich zugibst, aber, ja. Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Tja, von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Rück den Steckbrief raus, oder ich prügle ihn aus dir heraus. So, so? Du willst es auf die harte Tour? Kannst du haben. Dich mache ich lang. Naja, glaube ich nicht so. Ich mach das. Ja, 3 von 10, das ist ja. Ja. Ein schönes Fleckchen für eine kleine Pause, aber hier irgendwie wohnen oder so wäre halt. Kacke. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein, wenn das so ist. Aber vielen Danke. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht...
Ach ja, was steht eigentlich auf den Zetteln drauf? Ich weiß gar nicht, ob wir das schon gelesen haben. Es interessiert mich gerade so ein bisschen. Stimmpaket. Aha. Das müsste hier sein. Dann hier. Ja. Da steckt Brief. Ray, Läufer der Outlaws von Tavar. 1000 Splitterbelohnungen. Ablieferung um Mitternacht am Haupteingang zum Vorort. Ich werde dort täglich mit der Belohnung warten, bis mir jemand dieses Schwein ausliefert. Tot oder lebendig, Big W. Oder Big W. Big Willy. Theoretisch müsste ich eigentlich nur zum Vorort und bis Mitternacht warten. Und einfach denjenigen umknüppeln, der da vorne steht. Oder nicht? Und dann hätten wir die Quest hinter uns. Naja. Gut, jetzt sind wir schon mal hier. Da kann ich auch ein bisschen hier am Strand spazieren. Das ist laut. Kann ich hier auch ein bisschen am Strand spazieren gehen und gucken, ob wir vielleicht was Interessantes finden. Dich, Arschloch, hol ich mir! Oh nein! Du bist nur von tot! Ich weiß, dass das Ding komplett überflüssig war. Aber es macht Spaß. Komm. Da haben wir schon gelernt, dass Granaten mehr Schaden machen. Dann möchte ich die auch ab und zu mal benutzen, ja. So. Aha. Ich hoffe. Da haben wir das. Ah, ja, weißt du was, wenn du dich schon hinlegst, dann darfst du auch pennen, Mann. Ist natürlich echt geil, da zu pennen. Ah, jetzt ist der Regen auch weg, das ist geil. Direkt da zu pennen, wo alles blutverschmiert ist, weil irgendjemand, der dort gepennt hat, überrumpelt wurde. Hier. Eisen. Geil. Gut. Da hinten ist Abfall und hier ist Kraut. So, nehmen wir mal mit. Was soll der Geiz? So, sogar zwei von denen. Wow, okay. Gut. Irgendwann machen wir die auch. Oh, ist das gut. Also das Wasser ist ziemlich laut hier. Das kann ich warum. Ich hoffe, dass das dann in der Aufnahme nicht so laut ist. Ein Ton. Kann ich hier noch ein bisschen leiser machen? Das ist für mich angenehmer. Wenn es für euch zu laut ist, kann ich es immer noch in der Bearbeitung runter. Ne? So. Zack. Da war auch direkt ein Schiff. Finde ich geil. Ich dachte gerade, da ist eine Schlange auf dem Boden. Bei der Grafik ist hier irgendwas. Ja, das ist Wasser. Unterwasserwasser. Alles klar. Unterirdisches Unterwasserwasser. Meine Fresse. Sowas tut ihr euch bewusst selber. Ist das da hinten eine Insel? Ich weiß, was das für eine Insel ist, aber da gehe ich nicht drauf. So. Diese Insel werden wir sowieso früher oder später in der Hauptmission gehen, deswegen mache ich das mal nicht. Seid ihr nett? Seid ihr böse? Kann ich mit euch reden? Schade. So. Ja, ja. Ein Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Kommentar soll, aber ich lasse es einfach mal so stehen und lass dir einfach mal. Ja. Ja. Okay. So, Metallshot. Ich hoffe, man. Ich hoffe, wir finden hier noch irgendwas Interessantes, außer irgendwie. Ja, ein Goldbogen. Also, ich habe irgendwie mit anderen Sachen gerechnet. Ah, hier geht's noch rein. Aber auch nicht so ganz. Ah. Okay, das Ding ist ein bisschen enttäuschend.
Schade eigentlich. Aber wenn man sich schon die Mühe macht und sowas hier zu platzieren, könnte man zumindest ein bisschen... speziellen Loot oder irgendwie noch einen Lagerraum oder so. Ich weiß nicht. Naja, gut. Dann halt nicht. Man kann nicht alles haben, ne? So. Warum wir jetzt diesen Strandspaziergang machen, weiß ich auch nicht. Hm, wir haben eigentlich Wichtigeres zu tun, aber... Wenn die Viecher nicht wären, eigentlich ganz nett hier. Ja, ist schon nett. Aber für dich sieht hier alles nett aus, weil du aus der Wüste kommst, also, ja. Aha. Apropos Wüste, da bin ich doch ein bisschen froh darüber. Ja, und auch traurig, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich Gothic 3 schon beendet. Und ich muss sagen, ich habe es mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge beendet. Denn einerseits ist es halt immer traurig, ein Projekt zu beenden, dass man... Aua, Hilfe. Okay, vor dem habe ich Angst. Oh oh. Okay, geht ja noch. Ha! Okay. Es ist einerseits traurig, ein Projekt zu beenden, das einen monatelang verfolgt, begleitet. Und ich mag das Spiel ja auch. Aber andererseits bin ich halt froh, dass es vorbei ist, damit wir voranschreiten können und dann, ja, Gothic 3 Götterdämmerung und Risen. Risen 2. Risen 3, du kannst auf mich zählen. Ja. Ich hätte irgendwie gehofft, dass die, nicht so. Ja. Okay. Einfach gerade nach hinten laufen ist hier nicht drin. Die treffen einen dann doch. Naja, gut. Einmal die neuen. Einmal einen fetten Burger reinziehen. So. Okay, haben wir hier irgendetwas Interessantes? Absolut gar nicht. Ein Pilz. Also diesen Pilz, den nehme ich mit. Und da hinten ist auch ein Dingsensherz. Also, habe ich das, oder? Ich gehe mal nochmal hier hin. Oh Gott. Spinnen mit diesen Ärschen. Ja. Kritter. So. Ah, ist das schön hier. Ist auch schön, dass der Regen gar nicht laut ist. Also, dass man den gar nicht hört. Ich mag das. Das ist wirklich toll. So. Ach, das ist gar kein Heldenherz, soll ich sagen. Kein. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Weltenherz. Aha. Schmetterlinge. Ich wollte gerade sagen, dafür, dass es geschwächt ist, hält er ziemlich viel aus. Wir müssen direkt mehr Speicher nochmal. Da kommt doch her! Schade. Kein getroffen. Alter. Ich kann halt, das war der falsche. Ja, toll. Ja. Das Ausweichen hier ist halt auch nicht perfekt. Alles andere als perfekt, würde ich halt sagen. Das Biest kaufe ich mir! Hä? Das ist. Hallo, kannst du das. Ach, Mann, ey. So, der Angriff hat zwar ein bisschen verschwendet, aber lieber tot als. Dass wir gleich gegen zwei auf einmal kämpfen müssen, wir gerade eben. So. So, 3 von 5.
Oder sind wir noch im verbotenen Land? Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht. Verboten, verborgenen Land. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Weinmetallschrott. Ja, geil. Heiltrank. So, also einer müsste hier noch irgendwo sein, glaube ich. Mal, da oben ist jemand. Und da sind die letzten beiden, glaube ich. Bin schon dran! Ach, ein bisschen was ab. Und du kriegst auch nochmal einen auf den Kopf. Oh, das hat jetzt auch getroffen. So, und der letzte. Diesen Spezialangriff. Den sollte man sich echt nicht unbedingt auch sparen. Kann halt Situationen geben, wo man den dann verschwendet. Wenn man den nicht mehr benutzen kann, weil man getroffen wird oder sonst irgendwas. Gut. Aber diese Ranken, das ist halt so wie so bei so einem. Oh, bei so einem Weltenherzen. Ah. Mal schauen, ob hier vielleicht. Oder so. Ich weiß ja nicht. Aber es ist eine schöne Gegend hier. Abgesehen von dem ganzen, ne? Gut. Also irgendwo habe ich ja noch einen Typen gesehen. In der Hoffnung, dass er nett ist und uns nicht angreift. War das hier? Ich glaube schon. Hi. Ich komme im Frieden. Wo bist du? Ein Verwandter. Ich habe gerade keine Zeit. Okay, greif mich zumindest nicht direkt an. Das ist schon mal schön. Ich speichere mal, ich habe Angst. Also nicht direkt. Ahaha, das ist Diebstahl, okay. Also das kann ich. Das lasse ich mir nicht nehmen. Aber sie lassen es sich entnehmen. Gut, ja. Ich habe wirklich keine Zeit. Na egal, Igi. Und? Wofür haben sie dich verbannt? Nein, warte. Lass mich raten. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Genau. Welche Gesetze? Na, die Gesetze der Berserker. Technik ist verboten. Du darfst kein Elex besitzen. Klingelt's? Na, ist auch egal. Ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Die Frage ist, wie kommst du darauf, dass ich Berserker bin? Ja. Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe, um verbannt zu werden? Oder was hier meine Aufgabe ist? Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze gehalten. Ja, stell dir vor. Hat eine dieser Klerikerwaffen zu Hause rumliegen. Hat Angrim vom Eisenclan gar nicht gefallen. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Monster überall um mich herum und keine Waffe zum Verteidigen. Solange diese Biester nicht verschwunden sind, setze ich keinen Fuß hier raus. Die Kreaturen im Wald sind erledigt. Vielen Dank. Wirklich. Leider kann ich dir nichts geben, da ich nichts besitze. Ich wüsste zu gern, wo diese Mutanten eigentlich herkommen. Ich weiß nur, dass sie häufig zusammen mit den Alps auftauchen. Aber das ist auch schon alles, was wir wissen. Aber egal, wo sie herkommen. Wichtig ist, dass sie jetzt weg sind. Danke dir. Du bist ein Verbannter? Ja. Mich haben sie hierher zum Arbeiten verdonnert. Einen Freund von mir haben sie an den westlichen Rand des Waldes verbannt. Vermutlich ist er längst von den Viechern hier im Wald gefressen worden. Oder Schlimmeres. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Nein. Selbst wenn du seine Leiche finden würdest, bitte erzähl es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hauptsache, ich bin bald wieder in Goliath. Dann kann ich all das hier endlich vergessen. Ist die Frage, dürfen Verbannte irgendwann wieder zurück? Was genau ist ein Verbannter? Wir sind die Vergessenen. Es ist mir gerade egal. So, sorry. Gut, Galar. Aha. Noch ein Überlebender. Das natürlich ausgerechnet ein Outlaw überlebt.
Hätte ich mir ja denken können. Klar. Willst du etwas Bestimmtes? Was meinst du mit Überlebender? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Nö. Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die die Berserker dort hingerichtet haben? Naja, da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Sag, was willst du? Was ist? Wir sind alle hier Verbannte, die etwas in Goliath verbrochen haben. Und wir sind noch die Glücklichen. Wir haben hier die Chance, unseren Namen wieder reinzuwaschen. Ein paar Monde hier Holz hacken und das Leben im Wald überleben. Und wir dürfen wieder zurück. Also dürfen wir doch wieder zurück. Das ist, okay. Was meinst du mit Glücklichen? Unsere Straftaten waren nicht schlimm genug, um tiefer in die verbotene Zone geschickt zu werden. Und schon gar nicht schlimm genug, um in einem der Käfige zu landen. Ich sehe ein, was ich getan habe, war falsch. Und ich werde das Beste tun, um zu meiner Familie zurückzukehren. Kopf unten halten, nachts nicht rausgehen und alle merkwürdigen Geräusche ignorieren. So überlebt man den Aufenthalt hier. Oder man geht halt einfach. Ich kann das ja auch. Du hörst nachts mehr. Die Geister des Waldes. Es ist schon häufig vorgekommen, dass sie sich den ein oder anderen von uns geholt haben. Aber ihnen ist es egal, ob ihre Nahrung noch lebt oder schon tot ist. In letzter Zeit verschwinden auch immer wieder unsere Vorräte. Naja, besser sie holen unsere Vorräte als uns. Geister vergreifen sich an euren Vorräten? Es klingt unwahrscheinlich, aber es ist jetzt schon öfters vorgekommen. Deswegen sollte sich hier nachts keiner mehr draußen aufhalten. Das Risiko, von ihnen geholt zu werden, ist einfach zu groß. Hast du die Geister gesehen? Ich persönlich nicht, aber wer tut das schon? Jeder, der sie sieht, kann nicht mehr davon berichten. Du kannst es ja gerne versuchen. Ich will diese Geister sehen. Es ist deine Entscheidung. Es gab hier schon mehrere, die denselben Wunsch hatten. Nachts hörte man sie schreien und kämpfen. Wenn alles wieder still wird, sind sie entweder tot oder verschwunden. Wenn du das wirklich möchtest, dann wartest du am besten bis Mitternacht. Wie gesagt, manchmal vergreifen sie sich an unseren Vorräten. Wenn du willst, kannst du dort auf sie warten. Es war schön, dich kennen. Geräusche im Dunkeln. Finde ich interessant. Hat Anleitung verboten. La 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 la. La 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 la. Ich muss los. Das war schon offen. Bieröl und ein kleiner grüner Stein. Das nehme ich doch alles mit. Danke dafür. Gabel kannst du behalten. Den Löffel auch. Den Trank nehme ich. Und ich schlafe bis Mitternacht. Da wir kein Skyrim spielen, kann... Ich schätze, hier passen wir besser auf. Kann ich nicht warten, das heißt, ich muss schlafen. Gut, wo sind denn die Vorräte? Was ist das hier, oder? Hier, dort kennen wir. Ah, so ein Band da. Ist aber auch keine Vorratskammer. Ist das die Vorratskammer? Wo ist denn die Vorratskammer? Es ist zwar nett, dass er sagt, so von die Vorratskammer wird geplündert, aber... ohne irgendwie einen Hinweis darauf, wo diese Kammer sich befinden soll, ist das ein wenig gemein. Ja. Ich sollte vielleicht die Quest einfach mal einfach mal das Triebwerk, das nicht das ist. Geräusche im Dunkeln. So. Kann ich das direkt machen. Ist das die Vorratskammer hier? Aha! Du wirst mich noch kennenlernen. Geht! Aua. Da ist nichts zu holen. Wow. Also erstens ist es ein wenig dumm, seine Vorratskammer direkt nach vorne zu stellen.
so was Wichtiges gehört halt eigentlich nach hinten. Hier war doch mal ein Weltenherz, oder ist hier immer noch ein Weltenherz? Kannst du mir nicht sagen, dass diese komischen, fetten Ranken einfach so... Was haben wir denn hier eigentlich? Weißt du, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir das auch mal angucken. Ich komm zurück. Mann! Kacke. Oh, sieht so geil aus. Ja. Schöne Geister. Oh Mann, ey. Naja, gut. Die sind halt nicht die allerklügsten. Das ist schon okay. Ja, jetzt war ich hier. Ist die Frage, ob das der Einzige war, der sich hier vergreift. Oder ob vielleicht noch wer kommt. Ist ja komisch, dass der Marker halt immer noch da ist. Obwohl der Bandit-Geschichte ist. Naja. Gut. Ekel war das nicht. Ekel war das nicht. Ich penne mal wieder. Ich penne mal bis, ja, bis mittags kommen. Gönn dir einfach. So. Miese Gegend. Ja. Miese Gegend. Egal, Egel war das Nick. Das war der da. Dein Geist war ein Bandit. Dein Geist war ein Bandit. Was sagst du da? Ich habe einen Banditen aufgelauert. Er ist jetzt tot. Ist das dein Ernst? Jetzt komme ich mir richtig doof vor. Wir hatten die ganze Zeit Angst vor den Geistern. Und stattdessen waren es nur Menschen. Hast du gesehen, wo er herkam? Nein. Mist. Dann können wir nur raten. Hier in der Nähe fällt mir nur ein gutes Versteck ein. Die alte Mine. Das wäre das perfekte Versteck. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber würdest du dich dort mal für... Wir haben hier nicht viel. Okay, Ich werde den Banditenanführer töten. Das würdest du für uns tun? Wie gesagt, wir haben nicht viel, was wir dir geben könnten. Aber ich werde schon etwas finden, um dich, sofern wir dich... So, ich weiß, wo die Mine ist, da bin ich gerade aus Versehen hingelaufen. Und schon habe ich die Orientierung verloren. Ich glaube, das war dann da hinten. Ich muss halt einfach nur... Da muss ich hin. Gut. Ja. Warte mal, ich habe hier gerade... So. Es ist ja theoretisch, warte. Ja, verbotenes Teil, gut. So. Oh, geil. Jetzt wird ordentlich kaputt gemacht. Also jetzt Leute. Oh nein. Und Elexid. Gut. Speicher nochmal. Guck erstmal hier oben. Ach du Heilige. Ach du. Okay. Und da hinten ist der Aufzug. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal in die Mine. Und gucken uns dann gleich, das andere Gebäude da hinten an. Beziehungsweise Bauwerk. Ja, es ist ziemlich unangenehm düster hier, aber... Die Eisenadle nehme ich mit. Da brauche ich auch gar nicht hingucken. Die kann ich einfach so entnehmen. Was natürlich sehr logisch ist. Ein Bandit. Der kriegt direkt erstmal eine Granate auf den Kopf. Dich mach ich lang. Und natürlich sind das Outlaws. Ich finde das ziemlich diskriminierend, dass Banditen einfach mit Outlaws in Verbindung gebracht werden. Anleitung. Wegen der Verteidigung. Ein Wein. Notizen des Banditenanführers. Ach du Heilige. Ja.
Erster Bericht. Die erste Woche liegt hinter uns. Nachdem wir uns den Weg in die freie Mine gesprengt haben, muss... Ich habe gerade Gothic 1 Flashbacks. Mussten wir ein paar Stützbalken ausbessern und hier und da Vorkehrungen treffen, damit uns die Decke nicht unsere Schädel eindrückt. Wir haben bei den Ausbesserungsarbeiten zwar Bix und Money verloren, aber die zwei haben sich sowieso nur gestritten. Dennoch habe ich die anderen angewiesen, vorsichtiger zu sein. Trotz all dem scheint es sich bezahlt zu machen, dass wir uns diesen Idioten aus Goliath gefügig gemacht haben. Es sind noch immer große Mengen Elex vorhanden. Kaum zu fassen, dass die dummen Berserker diese Mine haben brach liegen lassen. WW. Blackbeard. Bumsbruder. Baguda Bagada. Ich weiß nicht, was Baby heißen soll. Aber das Gute ist, dass wir ein Jetpack haben, dass wir einfach hier hochkommen. Normalerweise an anderen Spielen wäre es halt einfach der falsche Dings gewesen. Oh. Und schon der nächste. Wow. Das war ein richtig großer Held. Oh. Und. Ah, schade. Ich mach das. Ja, mach mal. Okay, dann mach das mal. Gut. Hat er ja wirklich mehr oder weniger alleine gemacht. Hat er sein Wort halb gehalten. So, gut. Fuck. Da fällt mir gerade ein auf. Ja gut, wir müssen ja sowieso nochmal zurück. Dann auf dem Rückweg, da war nicht noch eine Truhe. Da, wo wir hergekommen sind. Die hätte ich da natürlich dann auch gerne. Das brauche ich nicht. Notizen des Banditenanführers 3. Okay, dann brauchen wir noch die 2 auf jeden Fall. Nein, nicht. Och, Mann, ey. Sehr nervig. Im Bett aus Versehen angeklickt, liegt er sich direkt rein und kann da nichts gegen machen. Eine Handgranate. Siehst du, habe ich direkt mal eine zumindest wieder bekommen. Wenn wir noch meine Macht. Ich bin nicht gut genug. Kann ich das irgendwie lernen? Wahrscheinlich nicht, ne? Überleben. Handwerk, Schlösser knacken. Brauche ich Intelligenz für. Spinnisch Kluckernock. Spinnisch Kluckernock. Ja. Ja. Tierfreund überleben. Schlösser knacken plus 1. Das haben wir auf jeden Fall. Noch einen Ring. Schade. Wir kommen auf Schlösser knacken 2. Das ist ungünstig. Radio. Nee, danke. Das Radio lassen wir mal aus. Ich Manieren bei. Ja, mach mal bitte. Das machen wir. Ja, ich werde angegriffen, aber ich kann halt Eisen abbauen. Das ist okay. Als ob ich die Leiter benutzen würde. Ja, hätte ich die Leiter bloß benutzt. Naja, guck mal, wen wir hier haben. Ein Held. Ist auch für nichts. 2 Handgranaten. Geil. Finde ich nice. Finde ich echt nice. Eisenerz nehme ich mit. Und einmal ein Steak. Wollte ein Stück Fleisch sagen, aber. Ist ja ein bisschen herablassend für das Steak. Gut. Klopapier. Wir haben hier einen Fahrstuhl da unten. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Die Frage ist, was benutzen? Fahrstuhl oder... Ach, weißt du was? Ja, oh, okay.
wollte gerade sagen, ja, scheiß auf Ray. Der kommt schon irgendwie hinterher, aber. So, der wird hier. Und Alter! Alter, wie unfair! Ja, da kommt er rein. Gepanzert. Dieses Knurren macht mir ein bisschen Angst da draußen. Was ist das denn bitte? Ein Slug Beast? Schaffe ich das gegen dich überhaupt? Kannst du hier rein? Kann ich dich? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Aber ich bin ja ein Stratege, der seinesgleichen sucht. Das Biest kaufe ich mir. Aua. Ah. Alter. Alter. Es hätte klappen können. Es hätte. Ungünstiger Speicherpunkt. Ungünstiger Speicherpunkt. Heiliger. Ich kümmere mich darum. Bleib einfach da stehen, das wäre das Einfachste für alle. Ich habe zwar super viele Granaten verschwendet, aber in dem Fall waren die, glaube ich, nicht verschwendet. Das ist heilige. Zu einfach. Suppe und Hammer. Zwei Suppen und ein Hammer. Das ist interessant. Ich speichere nochmal. Hier war auch noch ein gepanzerter Bandit. Okay. Ein Beißer war ja auch noch irgendwo dazwischen. Alter. Hi. Okay, ich bin in Sicherheit. Ein Spielzeugauto, das nehme ich da gerne mit. Heiliger, heiliger. Gut, ich gehe mal wieder weg. Ich bevor jetzt irgendwo noch so ein Viech kommt. Heiliger, ey. Gut. Dann bin ich gerade doppelt froh, dass ich auf Handgranaten geskillt habe. Hat aber auch Glück, dass ich den gestunlockt habt, dass er dann in der Ecke nicht mal raus konnte, gerade eben. So konnte ich gegen das Viech gewinnen. Hi. Toll. Aua. 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 Aua, das ist. Ja. Ich bin tot. Ciao. So, vielleicht kommen hier. So nicht, Freundchen. Runter. Bloody Ben. Ach, BB ist Bloody Ben. Okay. Weiß ich zumindest, was BB bedeuten soll. Der Banditenanführer. Und direkt auf eine neue Stufe. Das heißt. Was war das? Stärke. In Stärke wird direkt reingebombt. Machen wir erstmal so. Intelligenz da drauf. Und den Rest behalte ich erstmal.
So, dann können wir beim nächsten Dingsens Trainer auch Schlösser knacken. Eine Stufe weiterbringen. Deswegen habe ich Intelligenz gemacht. Was haben wir denn hier? Reflektor Zahnaxt. Mal gucken, ob die vielleicht irgend... Oh, Goldbrocken. Und eine Goldader. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Ah, so, sorry. Telefon hat geklingelt. So, ein kleiner weißer Stein. Notiz des Banditen. Es gibt 5. Wir brauchen noch 2 und 4. Gut, ich möchte mir erstmal kurz die Axt angucken. Macht mehr Schaden als das, was wir gerade haben. Ist eine Einhand-Axt? Was ist das bitter? Meine macht 44 und das Ding macht 50. Ich benutze sie einfach mal ganz kurz. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Hm. Ich benutze die einfach mal kurz für den nächsten Kampf. Einfach nur mal, um zu gucken. Ja. Einfach nur, um zu gucken. 4. Gut, es fehlt die zweite Nachricht. Die würde ich auch gerne nochmal finden. Dann kann ich alle vorlesen. Oh, ich dachte jetzt hoch. Ja. Gut. Tagebuch eines Schachters. Okay. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Es ist natürlich sehr günstig, dass ich jetzt die Fackeln... Was sonst ist sie, gell? Müssten die nicht hier sein? Nee. Materialien, Werkzeuge. Ja. So. Einfach nur. So. Hm. Ja, es fehlt das zweite Tagebuch. Die Seite. Die, ihr wisst schon. Hm. War's eigentlich schon, oder? Da haben wir noch den Fahrstuhl nach unten. Da waren wir aber. So. Ich finde es teilweise doof, dass man die Waffe nicht looten kann. Ich weiß, Eisenader, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ach so, nee, hier waren wir schon. Vielleicht habe ich hier irgendwo... Zweite Seite, was? Nee, hab ich nicht. Hm. Schade, schade. Dip. Naja. Gut, wir haben ja hier noch das Ding. Das war wohl nichts. Mhm. So. Zu einfach. Dickes Blut und ein gutes Messer. Ja. Gut. Ja, dann finden wir halt... Oh, das ist das Ding. Ja, ist mal ein bisschen Fackel. Schade. Gut, dann möchte ich mir aber... Ich gehe mal zurück. Aber bevor wir das machen, hier und da. Ja, das muss ich ja. Nicht Kartenstück. Das auch nicht. Ich klicke dir mal an, damit da kein Ausrufezeichen mehr ist. Und Foto 16. Ja, hi. Notiz. Wir hatten ja noch ein Tagebuch eines Schachters. Ja. Tag 25. Diese Mine ist eine Todesfalle. Wieder wurden 3 von uns verschüttet, 2 von ihnen sind verloren, den dritten konnten wir mit vereinten Kräften schwer verletzt aus den Trümmern bergen. Leider sind seine Verletzungen so schwer, dass ein kräftiger Schlag auf den Kopf wohl das Beste für ihn wäre. Alter.
Ich werde es wohl tun, wenn jemand zusieht. Die Männer sollen das nicht mit ansehen. Tag 40. Ich habe Biar Bescheid gegeben, dass ich nicht bereit bin, meine Männer weiter in die Mine zu verheizen. Er ist wie immer fast vor Wut explodiert, ohne dass Elex kein Mana. Er wollte mir sogar seinen Sohn Ragnar zur Seite stellen, aber er kann auf einen rechthaberischen Jungspunz verzichten, der mir nur Vorschriften macht, wenn die Serie von Unglücksfällen nicht abreißt, werde ich die Schächte eigenhändig dicht machen. Tag 72. Es reicht. Meine Männer berichten, dass sie ein komisches Leuchten innerhalb der Gänge gesehen haben. Einer will sogar Augen in der Dunkelheit ausgemacht haben. An Arbeit ist unter diesen Umständen nichts mehr zu denken. Wie sollen wir das Elex aus dem Felsen schlagen, wenn uns die Angst im Nacken sitzt? Morgen verschließe ich den Haupteingang und sage ja, dass wir die Mine aufgeben müssen. Meine Männer müssen natürlich ihn dicht halten. Wer es nicht tut, bleibt hier. Für immer. Oha. Gut. Also, ich möchte jetzt nochmal kurz zurück. Ich weiß, Zeit, bla, blub. Aber so viel Zeit muss sein. So, so. Gut, dann haben wir hier mehr Zeit verbracht, als ich eigentlich wollte. Das ist ja, ja. Der Banditenanführer ist erledigt. Der Banditenanführer ist erledigt. Du hast es also wirklich geschafft, ja? Und du bist dir sicher, dass er nie wiederkommt? Er ist für immer weg. Davon kannst du ausgehen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ich habe kein Elixit, das ich dir geben könnte. Aber vielleicht kannst du das hier ja zu welchem machen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Jetzt können wir... Ja, 4 Fell. Ach, für so eine Aufgabe ist ein wenig bitter. Das ist wirklich bitter, bitter, bitter. Aber naja, wenn sie sowieso nichts haben, dann ist das halt so. Wir haben zumindest gute Erfahrung gekriegt und... auch 1-2 Items oben in der Mine. Ziemlich komisch zu sagen, oben in der Mine. Normalerweise gehen Minen halt in den Boden rein, deswegen... Ja, wisst schon. Gut, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dieses Ding hier angucken. Es sieht ziemlich pompös aus. Ich hoffe, wir finden 1-2 Schätze und gehen dabei nicht zugrunde. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.